Spieltag 41 Deutsche Eishockey-Liga. Vor ausverkauftem Haus an der Nordsee empfangen die Fishtown Pinguins Bremerhaven die Nürnberger Ice Tigers. Die kämpfen um Playoffs und gegen den Abstieg, brauchen Punkte und haben den besseren Start ins Spiel. Dritte Minute, 1-0. Was für ein Auftakt. 155 Sekunden sind gespielt. Und Cole Meyer in der Mitte, eigentlich sonst mehr defensiv unterwegs, nutzt den Screen eines Gegenspielers, macht die Bude. Dann die Strafe von Doherty gegen Dominik Uha. Und Powerplay der Fishtown Penguins. Sechste Minute, Nicolas B. Jensen. Was für eine Antwort der Fishtown Penguins. Von Jeglitsch kam die Vorlage. Es ist sein 200. DL-Punkt. Niklas Treutle mit dem Top-Job heute zwischen den Pfosten. Bei diesem Gegentreffer gibt's einfach nichts zu halten. Aber Nürnberg macht einfach auch weiterhin ein sehr, sehr gutes erstes Drittel. Kämpft, rackert und setzt nach. Cole Meyer zum zweiten, 13. Minute. Sein 9. Treffer in dieser Saison. Kudlewskis ist dran bei der ersten Situation, dann aber geht die Scheibe ins Tor. Zweite Nürnberger Führung in dieser Partie. Und dann wieder Bremerhaven vor dem Kasten mit ganz viel Arbeit, mit ganz viel Kampf. Und die Scheibe geht an die blaue Linie zu Lukas Kelble. Der hat zuletzt vor zwei Spielen gegen Düsseldorf getroffen. Heute macht er den nächsten. Assistiert von Jan Oberst. Der hat heute Geburtstag, wird 35 Jahre alt. Und auch bei der Situation keine Chance für Treutle. Das weiß auch Tom Rowe, Cheftrainer der Ice Tigers. Und hofft auf mehr in Drittel Nummer 2. Und da liefern Fleischer und Co. die nächste Chance ab. 33. Minute. Das Ding hätte die Qualität gehabt zur Führung. Aber Christas Kudlewskis, auch der richtig gut unterwegs. Dann dieser Check von Lobach gegen Jensen, der weitermachen kann. Und wieder ist Fishtown in Überzahl unterwegs. Hat Jeglitsch eine Idee und Weise einen unglaublichen Lauf. 3-2, die erste Führung an diesem Hockeyabend für die Gastgeber aus Bremerhaven. Nach dieser grandiosen Vorarbeit von Obers und eben Sieger Jeglitsch. Und die sind dann nochmal unterwegs. Jeglitsch, am Ende Urbas. Treutle hält und sichert für Nürnberg diesen kleinen Rückstand. Es hätten auch zwei Tore werden können. Thomas Popisch deshalb ja deutlich entspannter als nach den ersten 20 Minuten. Seine Mannschaft auf Kurs. Und das zeigt sich auch im weiteren Verlauf. Wir gehen in die 54. Minute. Das Ding hätte es schon sein können. Das 4-2, die Entscheidung in der Partie. Konrad mit dem Abschluss, die Vorarbeit von Uhr und Friesen. Das hatte schon Qualität. Nürnberg im letzten Drittel nicht mehr die bessere Mannschaft. Tja, und dann die letzten Sekunden. Und das Tor der Franken leer. 59. 4-2, Skyler McKenzie. Von Mauermann und Grönlund. Empty Net zum ersten, weil Rowe nochmal seinen Goalie rausnimmt. Klingelt es aber nochmal im Nürnberger Gehäuse. Diesmal Konrad in der 60. Und das ist dann das finale Ergebnis. 5-2 am Ende für Bremerhaven gegen Nürnberg. Ehrlicherweise das Ergebnis zu hoch ausgefallen. Nürnberg verkauft sich besser, als es am Ende das Ergebnis zeigt. Ja, ich glaube, über weite Strecken haben wir schon ein gutes Spiel gemacht. Ja, wir wollten hier 3 Punkte holen. Ja, wir, glaube ich, auch im ersten Drittel sah es ziemlich gut aus, nach vorne auch. Da habe ich irgendwie den Eindruck gehabt, dass wir so optisch Überhand haben. Ja, die Bremerhaven haben dann halt die Spieler, dass sie dann da zurückschlagen und dann, glaube ich, Drittel 2 und 3 ein bisschen zu harmlos nach vorne leider. You know, we lost some games lately, but you know, today it was a tough game. They're
good skilled team. They skate hard, and we had some troubles in the beginning, but then we had a good power play. We played like we talked about, and yeah, it's great to win today. Jan Urbas sagt, seine Mannschaft hatte Probleme im ersten Drittel. Dann aber wurden sie stärker und verdienen sich nach 60 Minuten den Erfolg und sind neuer Tabellenführer der deutschen Eishockey-Liga. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.